Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ragnarmod 6. Der Krian ist natürlich auch mit am Start. Hallo. Der bastelt bei Botania, glaube ich, rum. Und ich versuche mich noch um Enderium. Unten crusht der Diamant. Also. So. Ich glaube, da hätten wir rein theoretisch hätten wir ja auch einfach einen normalen Diamant nehmen können. So, schauen wir nochmal aufs Mich-Verhältnis. Wo haben wir den? Den Burner. Wir haben das 3 Lead Ingots, 1 Dust und 2 Enderperlen. Brewery können wir machen, sobald wir den Mana-Steel-Block haben. Zack. Probieren wir das mit den Enderperlen zuerst, weil wenn die hier nicht geschmolzen werden, dann funktioniert es hier auch nicht. Aber das sieht gut aus. Warum habe ich 5 Mana-Steel-Ingots eigentlich einstecken? Die Platte wollte ich da nicht carpet, das Gewalt zu löschen. Molten Ender. Können wir 2 Slimeballs draus machen. So, die noch rein und den Diamant-Dust noch rein. Genau, das muss ich machen. Zack, zack, zack. Die 3. Dann craft mir diese blöde Platte. Was? Diamant, das kann nicht geschmolzen werden. So, das kommt dahin und so. Glaube ich. Diamant rein. Gucken wir mal. Kann nur schief gehen. So, und dann war das Problem, dass ich die Mana-Diamanten brauche. Also brauchen noch einen Runic-Altar. It works. Nice. Das habe ich, das brauche ich als nächstes. Das heißt, wir müssen gleich nochmal zurückgehen, die Materialien für dieses Vial of Crimson Shade suchen. Damit wir das als nächstes machen können. Deathwork habe ich, das Red Alloy. Im Induction Smelter, ich hoffe, wir müssen Strom haben. Das habe ich eigentlich beim letzten Mal wieder umgestellt, damit es weitergehen sollte. So, machen wir hier mal die Fire Charge. Runen rein, die wir brauchen. Und dann. Ich habe gesehen, es ist auf jeden Fall ein Iron. Ein Lapis, ein Fermented Spider Eye, wäre sonst noch mit Mushroom. Haben wir Fermented Spider Eye? Ja, haben wir. Nice. Netherwort. Natürlich habe ich Kohle einstecken. Also bitte. Wir haben keine Netherwarzen. Willst du mich verarschen? Nee, haben wir. Also, doch, soll. Da braucht man die für die. Nee. Ach, ah, nee, null. Ja, so. Das da, das da. Je. Dann. Sind das meine Hosen? Ne, sind nicht meine Hosen. Das sind irgendwelche Hosen. So. Und zwei Leute.
Okay. Dann. So. Die Charge drauf. Das sind der Aerio. Warum will das nicht? Ah, weil das schon Hardenglas ist. Das ich nicht mal herstelle mit Glas. Lars, du darfst zurück. Hast nochmal Glück gehabt. Ja, dann brauchen wir 1, 2, 3, 4 Obsidian. 2, 3, 4 Sand. Quarz-Dust war es, nicht Quarz, oder? Das haben wir nicht, das haben wir nicht. Das haben wir, glaube ich. Bitte lass mich nicht alles weggeschmissen haben. Yay! Oh. Du crashst gerade was, oder? Ja. Okay, dann warte ich kurz. Jetzt nicht mehr. Ach so. Nur kleine Mengen, ich sehe schon. Kleine Crusher-Mengen. Dann lasse ich nämlich die Quarz mal kurz crushen. Leute, ab mit euch. Dann schauen wir mal, ob der Koka schon was gemacht hat. Ich weiß es nicht, wir werden es sehen. Ich meine, jetzt haben wir ihm ein bisschen Zeit gegeben. Also ich meine, 10 Minuten sollte doch eigentlich dann, ne? Sollte doch mal was bei rauskommen. So, sehr wahrscheinlich dich noch. Irgendwie da anders passiert auf jeden Fall was. Hiermit wahrscheinlich beballern lassen müssen. So, und dann brauchen wir. Wie mache ich das Zeug da rein? Was ist jetzt da drin? Irgendwas geschieht. Ich weiß zwar nicht was, aber irgendwas passiert. Ah, auf jeden Fall kommt das hin. Ah, okay, so. Dich. Dich. Dich und dich. Dich und dich. 2, 4, 5. Das sollte alles sein, was ich brauche. Denke ich. So, die Frage ist dann, wie komme ich an Plank Runes? Was muss ich dafür wieder für einen Unsinn machen? Du musst dann erst geboren opfern. Plank Slate. Okay, das ist noch alles relativ Standard. Nein. Nein, 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 nein. Bitte sag mir nicht, ich brauche dafür einen Mana Diamond. Es ist doch scheiße. Das heißt, ich muss die Psy-Kacke machen. Ich brauche einen Mana Diamond, um Mana Diamond herzustellen. Das ist doch total dumm wieder. Ja gut, das ist ja nicht das erste Mal, dass man was braucht, um es braucht, um es zu brauchen. Gimlet, Gunpowder, so, 5 Stück. 2. Okay. Du gehst bitte auch noch hier drauf. Aber du bist schon fertig. Dann gehst du doch nicht da drauf, sondern gehst du bitte da drauf, bitte. Nee. Du befeuerst das hier. Du befeuerst das hier. Du scheinst fertig zu sein. Was kommt oben drauf? Aha. Ah ja, den brauchen wir auch noch. Da brauchen wir auch das. Oh, wir brauchen noch wesentlich mehr Enderium. 8 Stück brauche ich.
Ja, das. Das weiß ich. 2, 4. Also uns fehlen noch 3 LED. LED. Was ist das Ohr? Das ist das Ohr. 10 bis 40. Ja, dann let's go, ne? Kurzes Schläferchen zwischendurch. Achso, ist die Monsternähe. Ich bin Monster in der Nähe. Kannst du jetzt nicht pennen? Penner. Gucken wir mal, ob wir irgendwas davon einsortieren können. 2 Sachen, cool. Verschwind, verschwind, verschwind. So, wie geht jetzt hier das? Das, Botanical Probe. Solvent Energy Source. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, bäh, bäh. Get rid of your moments. It should automatically drop into your inventory. Das klingt jetzt erstmal nicht so schlecht. Ja, macht es ja nicht. Was möchtest du nicht in dein Inventory droppen? Crimson Shards. Steht da nicht. Oh, cool. Was passiert? Nichts, aber es ist interessant. Du kannst damit mehr Mobs spawnen lassen. Ja. Das kann weg, das kann weg. Den Insekt, der kann nicht weg. Die Eggplants brauchen wir nicht. Cotton. Ei brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Beginn bei Dinge, weil habe ich gemacht. Habe ich gemacht. It should automatically drop into your inventory. Also braucht es wahrscheinlich noch länger, oder was? Braucht einfach ein bisschen mehr Zeit. Aber warum bist du jetzt eine andere Farbe als vorher? Irritiert mich. Gut, dann lassen wir das mal laufen und ich gucke nach dem Terra, nicht Terrasti, Thermalt oder wie auch immer das heißen mag. Dem Terraformer. Das müsste das sein, was ich geholt habe, oder? Da habe ich meinen einen Pfeil dabei. Ist das nicht das? Nee, das ist was anderes. So, dich kriege ich aus Ender Dust und Iron. Ender Dust kriege ich da aus. Hey, endlich haben die doch einen Sinn. Piu. Piu. Ich stehe eingeräumt. Hörst du auf mir weh zu tun? Hörst du auf mir weh zu tun, Baby? Okay, hier passieren Dinge. Finde ich sehr gut. Langsam, aber es geht voran. Suchen wir mal noch ein bisschen Blei. Das schirmt uns vor der bösen Atomkraft ab. Und wenn hier dann alles radioaktiv verstrahlt ist, dann kann es weitergehen. Können wir die Map anmachen oben, dass wir auch die richtige Höhe erwischen. Wo
Wo habe ich den Smith Hammer hin? Ja, nehmen wir das doch. Das ist der Engineer Hammer. Da ist er. Das ist eine gute Höhe für Blei, sehe ich schon. Merke ich, finde ich gut. Können wir die Map wieder ausmachen, können wir gehen. Genug Blei geholt für heute. Explosive Dinge sollte man immer mit Feuer anschießen. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass sie nicht explodieren. So. Doing, doing, doing. Und dann... Ist das der next step? So, dann haben wir das. Da muss nur noch dieser blöde Drang fertig sein. Dann kann ich das machen. Dann kann ich in der nächsten Woche die stunden- und wochenlange Prozedur des Blutaltars beginnen. Blut. Nein, kann ich nicht. Ich muss erst diesen scheiß Psy-Kack machen. Ich muss damit beschäftigen. Hey, jetzt bist du rausgedroppt. So, dafür wollten wir das. Ach haben. Ja, doch. Richtig. Das wollte man gar nicht haben. Was los, Krieg? Ich muss ja erst diesen Ender-Crafting-Table machen. Das macht mich alles noch fertig. So, drei Ender-Augen, Ender-Ingot. Das sind einfach nur getroppte Ender-Perlen, oder? Oh, ja, eine Ender-Perle ergibt, glaube ich, ein Ingot. Das sind 2, 4, 5. Das heißt, 5 Ender-Perlen. 3 Ender-Augen. Du schmilzt gerade nichts, da ist nichts drin, gell? Nee. Nee, ich wollte was schmelzen, aber dann schmelzt du zuerst. Kann ich hier in Ruhe gucken. So, 3 brauchen wir, das heißt. 6, 12. 2, das heißt, wir brauchen 6 Stück. Dann brauchen wir noch ein paar von den Dias. Ist richtig gerechnet. Oder? Ja, komm her, Enderium, da bist du doch. So, die Frage ist dann, wo wird dann der große, der Blutaltar hingebaut, die ganze Blutmagie? Ich würde es wahrscheinlich über Botania machen, damit man das nebeneinander hat. 6, 12, okay, das passt. Da brauche ich 8, passt. Da brauche ich 4, passt. Du, was gießt du dir Schönes? Enderperlen. Ist da irgendwie mehr draus geworden? Das hört gar nicht mehr auf. Ja, da ist noch ein Ingot drin. Ein Ingo ist noch da. Das hört aber nicht mehr auf. Ich auch immer noch. Jetzt ist nichts mehr drin. Musst du noch was schmelzen? Nee. Ich mach das aber mal ab, weil das nicht ganz voll geworden ist. Okay. So, jetzt sollten wir theoretisch... Hast du ihn wieder hingestellt? Ja. Okay, dann sehe ich ihn nur nicht. Ich brauche ein Crafting Table. Jetzt sollte ja dann 12 Stück werden nach Adam Riese. 1 plus 5 sind nämlich 12. Dich. Bumm. Ja, 9 plus 3 sind 12. So. Da sollten wir jetzt das hier. Nee. 3 Diamanten. Und 8 Enderperlen. Altar. Blutaltar. Blut! Dann
1, 2, 3, 4. So, was brauchst du jetzt? Warum bist du auf einmal so laut? Eieiei. 60 Sekunden. Oh, mir fehlt der vierte Diamant. Das macht natürlich Sinn. Nein, 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 nein. Man braucht nicht noch das Zeug. Gute Diamant muss noch rein. Wie gute Diamant! Ja. Oh, einer von uns sollte schlafen. Ja, kann ich nicht. Ich glaube, in dem Fall du. Kann ich ja nicht. Derbt! Rest! Feuer! Da, das sieht ja schon besser aus. Ich sehe es nicht, aber es sollte funktionieren. Ja. Auch wenn wir es nicht sehen, es funktioniert. Magic! Magic! Kein Black Magic, aber Magic. Liegen so schön. So, nochmal drauf drücken. Und der hängt da fest. Haben wir noch einen kleinen Schmelzer? Wie einen kleinen Schmelzer? Ja, wir haben noch einen Seared Melter. Haben wir einen Faucet? Ne, wir haben keinen Faucet. Mache ich mir einen. Ja, treff dich nicht. Blub, 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 blub. Hat der hier einen Lava-Tanke auf X-Mack gezogen? Okay, geht's. Auf, komm, Nummer 8. Du kannst das. Ja. Sehr schön. Hör mal, Oma, die dürfte ja noch hier oben drin sein. Die können wir mit runternehmen. Die braucht man hier oben ja gar nicht. Njau. Die hätte ich gern. So, schmeiß mal den Stuff mal rein. Dann haben wir die beiden schon mal. Goldener Hopper, gut, der kostet ja nix. Also außer Gold, logischerweise. Und ein Hopper vor allem. Oder? Ja. Huch, hier kreucht ja so einiges. Aber wir schauen jetzt trotzdem mal kurz nach unserem Koker. 3, 4 brauche ich. 2 mal 4 ist 8. Das ist korrekt. Also es passiert weiterhin etwas. Was auch immer es ist. Es passiert. So. Ist okay, Zombie. Zeit zu gehen. Habe ich noch sowas einstecken, was man Holz nennt? Natürlich. Das hat er doch dabei. Dann machen wir eine Truhe. Eisen haben wir keins mehr einstecken. 2, 3, 4, 5. Die Truhe. Sieht ein bisschen abgefahren aus. So, dann haben wir schon mal den normalen Hopper. So, gibt es ein Blutmagiebuch? Und wenn ja, wie macht man das? Oder habe ich? Ich glaube, das habe ich sogar schon.
meine, ich hätte irgendwo ein Buch gesehen, was zumindest sehr rot aussah. Mit dem Buch und mit Glas. 1, 2, 3. Da habe ich eh noch einstecken, ne? Das normaler Stein. Ja, nicht mal diese Basic-Rezepte hier auswählen. Super ist das, super ist das. Da brauchen wir 3 Vögel. Nein, nicht euch Fackeln. Ingenieurs, Industrial for Going, Thermopedia. So. Nee, sieht nicht so aus, als hätte ich davon schon eins. Dann machen wir uns noch schnell ein Buch. Fünf Gold. So. Das heißt, wir müssen den ganzen Unsinn auch noch machen. Moment. Ich brauche ja oben. Was war in der Mitte von dem Ding? Nein, nicht das. Ganz langsam, ganz ruhig. Ein Netherquarz. Oh, es gibt auch hier diese Tempel und so. Okay. Blue Tempel? Für später. So, bist du fertig? Danke, du bist fertig. Ups. Auch wenn es nicht als Fortschritt gilt, weil das ganze Botania Müll nicht abgeschlossen ist, aber ich habe jetzt meinen Blutaltar wenigstens. Blut! So, das wird irgendwo hier neben dann gemacht. Nice, ein Goldner. Dann machen wir mal hier oben Platz. Nämlich hier den goldenen Hopper aufbauen. Wahrscheinlich irgendwo hier so. Da kommt der ganze Unsinn dann hin. Aber dafür muss ich erst... Haben wir kein Holz mehr. Ja, Redstone haben wir ja. En masse. Und wenn nicht, ich weiß, was es noch welchen gibt. Ja, war doch irgendwo noch ein Schmirgelpapier drin. Sag ich doch. Do the sandpaper. Rop, 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 rop. Ja, schön ordentlich machen, ordentlich machen, ordentlich machen. Gut, hast du es gemacht. Nee, die Hand wird jetzt nicht noch gefeilt. Haben wir doch schon gemacht. So, jetzt also, gehen wir hier nochmal hochdrehen auf 5, damit insgesamt mehr von den Pflanzen auch was tun können. Damit hier das Ding vollgetankt wird. Weil mehr geht aktuell sowieso nicht. Ich habe keine Psi-Sachen, das heißt, ich kann nicht mit den Mana-Diamanten, damit ich mit Blutaltar anfange. Achso, wir sollten natürlich auch noch entsprechende Tubes draus machen. Ein Iron Nugget! Das kommt dahin. Also wir müssen uns auch noch einen Rucksack machen für Blood Magic. Könnten wir uns theoretisch schon das Dominant Ding machen? Das Augment? Können wir uns das schon machen? Ich glaube schon, oder? Nein, dafür brauchen wir... Dafür brauchen wir den anderen Müll. Dafür brauchen wir das Elfen-Trading. Was bringt dir das? Es ist quasi als... für die Batterie von Mana. Das zieht dann alles Mana dahin, wo ich es will. Damit alles konzentriert wird auf einen Punkt. An einer Stelle ist. Aber das kann ich nicht machen. Dafür brauche ich jetzt das Elfen-Trading. Dafür brauche ich Terra-Steel. Dafür brauche ich einen Mana-Diamond. Das heißt, ich muss erst diese ganze Psi-Kacke da machen. Gibt es Laser-IO? Das wollte ich eigentlich auch noch schauen. Nein, gibt es nicht. Gibt es Ender-IO? Nein, gibt es nicht.
So. Das wollte ich schon machen. Wie komme ich hier auf dieses blöde Enzyklopädia Psionica? Irgendwie Buch und Iron Cat Assembly. Wahrscheinlich brauche ich dafür das Iron Cat Assembly. Also das Ding. Dafür brauche ich Tungsten und Pewter. Pewter. Hey, dafür könnte meine Arc Furnace benutzen, was Blood Magic wäre. Dafür habe ich aber noch nicht die Sachen, also kann ich das noch nicht machen. Das ist doch total dumm. Was? Der Arc Furnace ist doch kein Blood Magic. Das ist ein anderer. Ach, ein anderer Arc Furnace. Das kann ich nicht. Das ist so dumm. Ich brauche dafür diese beschissene Orb. Kann man eine bessere Orb? Nee, für eine bessere Orb brauche ich einen größeren Tier. So geht das gar nicht. Oh, schnell Elefant oder was? Add Blood Orb. Hier. Dafür brauche ich einen Mana Diamond. So. Für den brauche ich Block of Star Metal. Neptunium, natürlich. Das ist total dumm. Ich brauche, um das zu craften, etwas, was ich erst dann habe, wenn ich es gecraftet habe. Das ist so. Na gut, das ist ja an sich jetzt nichts Neues. Alloying. Okay. Lead und Iron, das haben wir theoretisch. Aber wir haben auch keinen Tungsten. Haben wir schon irgendwo Wolfram gefunden? Nee, oder? Ist auch keine Alloying. Das brauche ich für nächstes Mal. Das brauche ich für nächstes Mal. Weil das mit einer meiner Endziele erstmal ist. Und das ist alles einfach nur geschmolzen. Haben wir, das muss ich jetzt gucken, haben wir irgendwo schon mal Tungsten geerntet? Das kann ich mir nicht vorstellen. Osmium, Dense Coal, Iron Source, okay. Oh, Tungsten. Cool. Krasser Shit, wir haben Tungsten. Na klar. Dann das liegt da ganz entspannt. Direkt mal. 9. Brauche ich eigentlich gleich 9, weil sonst geht das nicht auf. Das sind dann zwei Blöcke. Dann brauche ich ein Eisen und ein Lead. Lead hatten wir nicht als Ding, ja, das war. Doch, wir haben Lead da. Ich habe ein bisschen überproduziert. So, zwei Blöcke. Bum, bum. Das lassen wir hier dann verschwinden. Ich peche aber auch. So, die haben wir jetzt auch. Das hier unten brauchen wir, glaube ich, nichts mehr. Wir haben das Steel Cable, das haben wir. Die Steel Blades haben wir, die Steel Mechanical haben wir. Hier brauchen wir Machine Frame. Netherite Ingots, die sind eklig. Die möchte ich nicht. Rein theoretisch dürfte man das die Priest dafür. Ne, haben wir nicht ganz. Dann müsste man nochmal runter, wenn wir es nicht jetzt mit dem Petcoke hinbekommen. Aber bei 11 Stück, 8 brauchen wir pro Teil, wir brauchen 2. Nein! Dann wären noch die 2 übrig für. Also ne, theoretisch wäre es möglich. Was ist nein, Krion? Let es weg. Ist war drüben noch an. Jetzt habe ich das Pewter. So, dann brauche ich noch eine Workbench und dann kann ich diesen Side-Table machen mit etwas Glück. Kriege ich dann vielleicht das Buch noch hin.
Apropos Buch, ich muss ein Buch machen. Irma. Das haben wir ja alles. Es fehlen aktuell, fehlt der hier, weil wir da zwei Netherite Scraps brauchen. Wäre aber machbar. Die haben wir auch. Das ist ja hier oben die Seite. So. Da fehlt der im oberen nur noch. Also das hier. Dafür fehlt nur noch der. Den Machine Film. Ah, da brauchen wir natürlich nochmal einen Netherite Scrap. Was auch sonst. Das muss ja noch ein spezieller. Das muss eine spezielle Workbench sein. Willst du mich eigentlich? Ja, man kann nicht alles an allen Workbenches machen. Das wäre illegal. Habe ich hier noch irgendwo? Bist du jetzt zufrieden? Du bist jetzt zufrieden. Nein. Cooler Shit. Möchte das nicht. So, kommt das dahin und das eventuell auch irgendwie hier so. Vier Stück. Okay, und wir sind fast bei 40 Minuten. Jetzt sind die Materialien weg. Ich würde an der Stelle mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein, bleibt gesund. Bye bye. Auf Wiedersehen.